Heute wird sich ein Mann hier verantworten müssen, und zwar wegen Doppelmordes. Also letzten Jahres soll ein 49-Jähriger seine Lebensgefährtin und deren 15-jährige Tochter getötet haben. Die Bluttat, die hat sich in Mariahilf in der Mollertgasse zugetragen. Ja, besonders tragisch in dieser Nacht, wo eben der Täter die Frau und deren Tochter getötet hat, waren auch die beiden Buben, 7 und 9 Jahre in der Wohnung anwesend und haben anscheinend teilweise eben diese Tat mitbekommen. Ja, was genau in der Nacht auf den 4. August geschah, ist noch nicht völlig geklärt. Der Täter, der soll jedenfalls seiner Lebensgefährtin den Mund mit einem Klebeband zugeklebt haben und diese erwürgt haben. Danach soll er die 15-jährige Tochter getötet haben. Es war dann so, dass die beiden Buben noch bis zum nächsten Tag im Kinderzimmer blieben und dann eine Ärztin aufgesucht haben. Die Ärztin, die soll dann die Mutter versucht haben zu kontaktieren, erreichte diese natürlich nicht. Und dann wurde die Polizei informiert. Die Polizei, die suchte dann die Wohnung auf und fand die beiden Leichen. Der Täter, der war in der Zwischenzeit nach Frankreich geflohen. Am 13. September wurde er dort in der Nähe festgenommen und ist in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt worden. Ja, und heute wird er sich für diesen Doppelmord verantworten müssen. Er hat ja bis jetzt noch keine Aussagen zum Motiv gemacht und hat erklärt, in der Hauptverhandlung werde er sich aber dazu äußern. Wir werden sehen dann, wie das Urteil ausgehen wird. Es steht im Raum zumindest 10 bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Um 9.30 Uhr wird der Prozess starten. Also in Kürze eine Frage habe ich noch, liebe Hanna. Ist denn der Beschuldigte bereits vor Ort? Befindet er sich bereits im Gerichtssaal? Nein, der befindet sich noch nicht im Gerichtssaal. Die Geschworenen, die sind in der Zwischenzeit schon eingetroffen. Und wir konnten auch bis jetzt ein Interview mit der Opferanwältin führen, die eben auch glaubt, dass wahrscheinlich, da er ja bei psychischer Gesundheit war, als die Tat passierte, wahrscheinlich auch lebenslange Haft bekommen wird. Damit sagen wir vielen lieben Dank, Hanna Reisner, an dich. Und wir haben das jetzt angesprochene Interview mit Opferanwältin Veronika Uivarosi für Sie natürlich aufgezeichnet und haben jetzt einen Ausschnitt. Die Opferanwältin, einmal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Wie denken Sie, wird heute ja, dieser Fall enden? Ich glaube, dass es zu einer Verurteilung kommen wird. Es gibt im Akt ein psychiatrisches Gutachten, aus dem klar hervorgeht, dass der Angeklagte genau gewusst hat, was er tut. Er wurde untersucht, er war nicht unter Drogeneinfluss, er war nicht unter Alkoholeinfluss. Und er sagte auch mit seinen eigenen Worten, dass es ihm bewusst war, was er gemacht hat. Er betonte auch, dass er davon ausgegangen ist, dass es ein ganz normaler, harmonischer Abend wird und erst die späteren Geschehnisse haben bei ihm die Wirkung dann so erzielt, dass er sich dazu entschlossen hat, die Mutter und die minderjährige Tochter umzubringen. Der Täter ist ja dann geflüchtet und wurde dann festgenommen, und zwar, ich glaube, in der Nähe von Frankreich. Wie ist es dann weitergegangen? Richtig, das war in der Nähe von Frankreich, wobei der Täter selber dann im Nachhinein gesagt hat, er hat nicht wirklich vorgehabt zu fliehen. Das war mehr eine Panikreaktion. Angeblich wollte er sich ohnehin stellen. Nachdem er dann erfasst wurde, wurde er gemeinsam von den Ermittlungsbehörden aus Frankreich und den Ermittlungsbehörden aus Österreich wieder nach Wien gebracht und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Wie denken Sie, wird die Strafe ausgehen? Es steht ja bis auch zu lebenslanger Haft, also 10 bis 20 Jahre oder lebenslang. Ich denke, dass es durchaus möglich sein wird. Ich vertraue in diesem Fall der Jury. Besonders traurig ist, die zwei Buben des verstorbenen Opfers, die waren bei dieser Tat anwesend. Haben die beiden Buben etwas mitbekommen?
Richtig, die zwei Buben haben das teilweise mitbekommen. Das war für mich vielleicht auch eines der ergreifendsten Augenblicke, wo ich im Protokoll gelesen habe, wie sie das als minderjährige Kinder verarbeitet haben. Ich glaube auch, dass dieser Prozess noch länger andauern wird, bis sie wirklich begriffen haben, was hier passiert ist. Wie lange glauben Sie, wird die Verhandlung heute dauern? Grundsätzlich ist die Verhandlung für einen ganzen Tag ausgeschrieben worden. Ich denke aber, dass in dem Fall, dass der Angeklagte das sagt, was er bisher gesagt hat, und sich umfassend schuldig bekennt, dann werden wir mit einer kürzeren Verhandlungszeit auch rechnen können. Noch eine Frage. Es ist ja so, der Täter hat sich anscheinend noch nicht geäußert zum Motiv und er hat gemeint, er wird sich erst in der Hauptverhandlung äußern. Der Täter hat grundsätzlich die Möglichkeit, auch gar nichts zu sagen. Auch jetzt könnte er sagen, er beruft sich nur auf das, was er bisher gesagt hat. Er wird selbstverständlich gleich dann am Anfang in der Verhandlung von der Richterin befragt, ob er sich zu dieser Sache äußern möchte. Und ich denke, das Motiv ist auch etwas, was uns allen interessiert. Wo ist dieser Augenblick, wo er sich entschlossen hat, diese Tat zu vollenden? Aber glauben Sie, wird er das Motiv bekannt geben? Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen. Ich hoffe es sehr. Ich bin in einem intensiven Kontakt mit den Familienmitgliedern aus Ungarn und die wünschen sich diesbezüglich eine Erklärung von ihm. Eine Frage habe ich noch. Wie geht es Ihnen emotional bei dieser bevorstehenden Verhandlung? Mir geht es gut, danke. Ich denke, dass ich hier bestimmte Mittel zur Verfügung bekommen habe, dass ich überhaupt Jus studieren könnte, dass ich Anwältin sein darf, das ist es, was ich kann. Und mir ist auch wichtig, hier die menschliche Perspektive ein bisschen anzuschauen. Ich kann auch Ungarisch und das ist auch der Grund, warum ich der Familie von Anfang an meine Hilfe angeboten habe und ich nicht nur in der Verhandlung, sondern auch nach der Verhandlung Ihnen helfen will. Er wird sich schuldig bekennen dazu, dass fahrlässig natürlich eine Schuld bei ihm gelegen ist, aber er wird sich klar dazu bekennen, dass er Tötungsabsicht keine gehabt hat. Es steht im Raum 10 bis 20 Jahre oder lebenslang. Wie denken Sie, wird das Urteil ausgehen? Wir sind in einem Schwurgerichtsprozess, da denke ich meistens nicht oder ich mache auch keine Prognosen. Das wird der Schwurgerichtssenat, das heißt die Geschworenen inklusive den Berufsrichtern, werden dann eine tat- und schuldangemessene Strafe am Ende des Prozesses festlegen. Ihr Mandant hat sich bis jetzt noch nicht zum Motiv geäußert. Wird er das heute tun? Selbstverständlich, er wird sich umfassend zum Motiv und zum Geschehensablauf heute äußern. Eine Frage noch. Es gab auch ein psychiatrisches Gutachten. Das heißt, er war zurechnungsfähig bei der Tat. Das könnte aber schon bedeuten, dass dann lebenslange Haft im Raum steht, oder? Selbstverständlich. Er war zurechnungsfähig, er hat keine irgendwie psychiatrische Krankheit. Das heißt, es ist 10 bis 20 Jahre oder lebenslang. Bei diesem Delikt wird man wohl dann ausloten müssen, was ist die richtige und gerechte Strafe für meinen Mandanten.